meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich wieder mit Alex am Start. Hi Leute. Und ja, wir wollten heute eine verlassene Klinik besuchen. Aber sieht auf jeden Fall schon sehr interessant aus hier. Auf jeden Fall sieht man schon mal, dass das schon mal gebrannt hat. Aber seid einfach mal auf das Video gespannt. So, wir sind jetzt auch hier über den das Kellerfenster in das Gebäude eingestiegen. Ja, war eine heikle Angelegenheit so ein bisschen, weil ja, diese Klinik liegt so ein bisschen an so einem Wanderweg, wo ständig Leute vorbeigehen. Wir werden uns jetzt das Gebäude einfach mal anschauen. Das sieht schon mal sehr ranzig aus, alles hier runtergekommen von der Decke. Ja, aber das sieht irgendwie auch ein bisschen wie so ein Käfig und dann liegt da so eine Liege drin. Und dieser Schreibtisch da hinten. Das ist, wir müssen an der Seite ein bisschen hier aufpassen, weil hier dieser Wanderweg ist. Ich finde das halt immer noch bemerkenswert, dass hier unten noch diese Liegen irgendwie stehen. Ja, ein bisschen gruselig. Irgendwie hat das was. Mensch, unter kleinen Untersuchungsräumen hier unten gewesen. Hier haben wir ein bisschen mit Kunstblut rumgeschmiert. Vorstelle, dass hier damals irgendein Arzt saß und hier ein Patient irgendwie lag. Mit dieser Gardine. Irgendwie gruselig. Hier ist irgendwie so eine Theke gewesen. Okay, Anmeldung wahrscheinlich irgendwie so. Im unteren Bereich für die Untersuchung hier final. Ja, gut, hier sieht es irgendwie. Ja, ich glaube, wir gehen die andere Treppe hoch. Vereinzelt liegen hier noch irgendwelche ja, Unterlagen, Dokumente irgendwo. Ja, sieht das schon so aus, als ob das hier schon ein Patientenzimmer gewesen ist. Okay, war schon sehr, sehr uralt, diese Einrichtung hier. Holzbett mit der Holzverkleidung da hinten. Dieser uralte Schrank hier. Badezimmer. Mit Dusche. Okay, naja. Sehr, sehr alt schon alles. Beziehungsweise schon einige Jahre hier dann verlassen. Schränke sind auf jeden Fall hier noch da. Betten sind auch irgendwie noch da. Ja.
sich auch einer ausgetobt am Spiegel. Ja, wenn das mal kein Unglück bringt. Interessantes. Ah, eine Kurklinik ist das hier gewesen, okay. Also hier. So sah es mal hier aus. Die Klinik verfügt, ist ja der richtige Begriff jetzt, über 125 Komfortzimmer mit Bad, Dusche, WC, Telefon, Farbfernseher. Okay, interessant. Also hier, ja, Sofa, was das hier drin macht, weiß ich jetzt auch nicht, aber naja, die Einrichtung ist hier noch irgendwie halbwegs vorhanden. Ne? Naja, ich meine, heutzutage wird sich das ja keiner mehr, oder eine andere Klinik würde sich das ja nicht mehr irgendwie in die Zimmer holen, diese alte Ausstattung. Ja, ansonsten sieht es hier überall identisch auf den Zimmern aus. Okay. Das finde ich hier natürlich irgendwie auch alles bedenklich. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, hier war irgendwie ein Archiv gewesen. Und hier liegen ganzen Unterlagen noch rum. Also von dem Archiv liegen hier überall Unterlagen rum. Hier liegt zum Beispiel eine Bewertung der Klinik liegt hier rum. Dann ein Protokoll der Klinikrunde von 6. Juni 96 mit Namen der Teilnehmer, die da hier von der Klinik daran teilgenommen haben. Arbeitsmedizinische Voruntersuchung, ärztliche Bescheinigung für die Mitarbeiter. Hier vom Finanzamt liegen hier Briefe rum. Also das ist ja wirklich, in meinen Augen ist das ja schon irgendwie ein Datenskandal, dass diese Unterlagen einfach hier so zugänglich überall rumliegen. Also, ja, das Datenschutz, also ganz im Ernst. Ne? Also, hier liegen, glaube ich, auch irgendwie vielleicht irgendwelche Urlaubspläne, Dienstpläne. Also, das ist ja schon, boah, also, was hier rumliegt, frage ich mich natürlich auch irgendwie. Ja, hier durch den Bereich werden wir gleich gehen, der mal gebrannt hat. Wir werden jetzt noch mal weiter nach oben gehen. Naja, meiner Meinung nach sind hier so diese Etagen relativ identisch so von den Zimmern und von der Ausstattung halt. Da gibt es jetzt in meinen Augen keine Unterschiede von den Etagen. Naja, jetzt werden wir nach hinten mal durchgehen. Sieht irgendwie auch ein bisschen spooky aus, um ehrlich zu sein. Hier hat es wohl mal ordentlich gebrannt. Was jetzt hier mal gewesen ist, ob hier mal irgendwie ein Schwesternzimmer gewesen ist oder so. Für den Essensbereich finde ich das ein bisschen klein hier. Naja, gut. Wir werden jetzt mal hier. Ob das so eine gute Idee ist, hier durchzugehen, wage ich zu bezweifeln. Ein wenig hier aufpassen, weil wir direkt auf der Freifläche waren. Aber hier ist alles verbrannt. Na, also. Alles verbrannt hier. Wahrscheinlich irgendwie die Heizungsanlage dann auch gewesen.
bisschen gewaltig aufpassen. Boah, sieht das unheimlich aus hier. Okay, was ist das denn hier? Abwesend. Anwesend. Stempelkarte noch. Ja, ich weiß es nicht. Sieht echt altmodisch aus. Also hier muss man echt aufpassen, wo man hintritt, weil hier überall so Luken sind, aber es sieht irgendwie so aus, als ob hier irgendwie die Küche gewesen ist. Okay, ja, irgendwie die Küche für die Kurklinik. Hier war dann wahrscheinlich irgendwie so ein Kühlraum noch gewesen. Oder ne, doch nicht. Heizungsanlage ist hier hinter, sah irgendwie aus, ein bisschen wie die Kühlkammer. Okay. Uralte Küchenmaschine da hinten irgendwie und die Möbel hier. Wirklich irgendwie sehr, sehr interessant. Oh Mann, hier liegen wirklich sehr, sehr private. Also hier, das muss ich wahrscheinlich nachher pixeln, werde ich auch tun. Von der Krankenkasse irgendwie ein Aufnahmetermin für eine Person 1997, aber hier liegen wirklich alle Unterlagen rum. Also abgeordnet Unterlagen, Aufnahmetermine, Bewilligung für Heilmaßnahmen, also hier liegt wirklich alles mit Adressen der Person rum. Also das finde ich schon sehr, sehr bedenklich, dass hier alles so, so rumliegt, dass das nicht irgendwie mal vernichtet wurde. Irgendwie passt dieser Raum hier unten gar nicht rein, hier so mit der Holzverkleidung. Hier war dann irgendwie so ein Lagerraum gewesen. Okay, war mir jetzt gar nicht bewusst, dass hier unten doch noch so viele Räume sind. Toilettenräume, Sanitärräume, dann aber hier wieder so ein Raum mit Holzverkleidung. Das verstehe ich jetzt auch nicht, ob das hier irgendwie so Pausenräume gewesen sind. Irgendwelche Mitarbeiter-Pausenräume oder so. Gibt für mich jetzt irgendwie nicht so den Sinn, warum die Räume hier so komisch aussehen, aber sieht auch relativ mal irgendwie modernisiert hier aus, so neu verputzt oder so. Merkwürdig. Okay, Aufenthaltsraum, Nichtraucher, Schlickenzettel. Also gab es hier einen Aufenthaltsraum für Raucher und Nichtraucher, aber das ist schon, das kennen wir heutzutage gar nicht mehr, dass es sowas überhaupt gab irgendwie. Ja, ich kenne auch noch die Zeiten, da durfte man bei McDonald's, da gab es einen Raucher- und Nichtraucherbereich oder in meiner damaligen Schule ein Raucherlehrerzimmer und Nichtraucherlehrerzimmer, aber die heutige Jugend kennt das ja gar nicht mehr. Ja, noch irgendwie gesehen, aber ist irgendwie hier so eine. Ach, okay. Das sieht ja interessant aus, irgendwie so eine. So eine Theken, eine Bar hier und so. In Sitzbereichen. Das sieht ja interessant aus. So richtig urig alt alles hier. Mit einem schönen Ofen auch. Alles ist mit Holz hier so verkleidet.
echt interessant aus, muss ich sagen. Okay, hier war dann irgendwie auch ein. Sieht aus wie ein Weinlager hier unten. Das sieht ja irgendwie auch. Das ist nur die Türe, die ich aufgemacht habe. Ja. Also hier der Toilettenbereich sieht irgendwie auch interessant aus, hier so mit den pinken Fliesen. Echt urig alt alles hier. Hier muss man echt aufpassen, wo man hier hintritt. Also hier sind viele Löcher am Boden einfach mal drin. Okay. Gibt es hier so viele Details? Hier ist irgendwie ein Räumchen mit einer Sonnenbank, die auch noch hier steht. Mit einer Anleitung. Und so sonnenbaden sie richtig. Ergotherapie. Und dann wieder der natürliche Verfall hier. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil wir direkt hier an diesem Wanderweg sind. Aber wir haben ja eben mal das Schwimmbad gefunden. Also das war schon ein größeres Schwimmbad hier für die Therapien dann gewesen. Echt interessant. Und hier waren dann die Umkleideräume gewesen. Okay. Ich zeige das nochmal so. Hier von der anderen Seite nochmal ein bisschen das Schwimmbecken. Auf jeden Fall sehr interessant. Ja, wir sind jetzt hier in einer Art. Sieht aus wie so ein Gewächshaus oder so. Und hier saß dann irgendwie mal so ein Pförtner. Auch eine Anmeldung oder so. Ja. Das sieht irgendwie auch aus, ob hier auch mal verschiedene Behandlungsräume auf diesem Gang dann auch nochmal sind. Hier ist irgendwie auch noch. So, das ist irgendwie eine Pflegebadewanne noch. Okay. Überall ziemlich gebrannt. Schaut euch mal die Aussicht hier an von diesem Balkon.
Problem war eben gewesen, hier war irgendwie so, die ganze Seite ist hier offen von dem Gebäude und da ist direkt irgendein Parkplatz. Müssen wir jetzt schnell vorbeihuschen. So. Ah, hier sind wir im Treppenhaus, okay. Hier waren dann irgendwie auch nochmal Patientenzimmer dann gewesen. Also die Einrichtung, alles sehr, sehr alt. Also. Okay. Glaube, jetzt sind wir auch in dem Gebäude, wo ich eigentlich rein wollte. Was von draußen halt dieses höhere Gebäude gewesen ist. Wir müssen halt, okay, hier kommt man weiter über dieses Treppenhaus höher. Was das hier irgendwie so der etwas noblere Bereich damals gewesen ist. Aber hier liegt Teppich, dann irgendwie so eine wirklich altbackene Tapete auch hier. Diese Türen hier. Naja, wir werden mal gucken. Jede Etage hat irgendwie ihre eigene Tapetenfarbe. Okay, ist das hier? Ist noch was Interessantes? Wurde da irgendwie die Schmutzwäsche unten? Vielleicht gab es ja noch eine Wäscherei, die Schmutzwäsche irgendwie da runtergeworfen. Das kann natürlich sein. Ja, mal gucken, wo wir hier noch hinkommen. Ja, aber ansonsten sind diese Etagen alle identisch aufgebaut hier. Mit ja, Zimmer und Badezimmer. Ansonsten haben die Zimmer jetzt irgendwie. Also, Badezimmer sieht so aus hier. Und hier die Patientenzimmer. Also mit Teppich. Sehr schöner Teppich. Ja, okay. Also, seht es euch mal an. Also der Aufstieg hat sich echt gelohnt hier oben. Also wirklich ein wunderschöner Ausblick hier so. Also wirklich schön hier, dieses Gebiet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also denke ich mal, für die Erholung war das auch sehr vorteilhaft. So, wir sind jetzt auch auf dem Rückweg vom Gelände runter, hier durchs Treppenhaus noch und so. Ja, was man ja immer im Blick behalten muss, bei solchen größeren Gebäuden ist, wie man überhaupt reingekommen, wo man reingekommen ist. Ne? Das kann man ja dann irgendwie auch mal schnell vergessen oder so. Ne? Aber wir haben uns am Anfang irgendwie auch am Zaun, gab es drei Fluchtwege, die haben wir uns schon auserkoren. Man weiß ja nie, was passiert oder wer da kommt.
Ich melde mich nochmal, wenn wir es nach draußen geschafft haben. So, meine Lieben, wir sind rausgekommen, ohne irgendwie angesprochen, ohne dass wir angesprochen worden sind. So, ja, wirklich eine sehr, sehr interessante Location gewesen, muss ich sagen. Auch irgendwie hatte das was hier mit dem Brand. Genau, also war interessant auch hier das so zu erkunden. Auch etwas unheimlich fand ich es so teilweise. Und genau da ganz oben sind wir vorhin gewesen mit dem grandiosen Bild und der Landschaft hier. Ein Bild der Landschaft hier. Da oben sind wir gewesen und haben schöne Aufnahmen machen können hier so von der Landschaft. Wirklich wunderschön. Aber was ich viel erschreckender fand, war irgendwie so mit diesen Dokumenten, die hier so offen rumlagen und nicht irgendwie vernichtet wurden von Patienten, Mitarbeitern. Also das fand ich schon sehr skandalös, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal hier von dieser wunderschönen Landschaft noch einmal. Bis bald.